Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Während man in Esteldin nur nach Osten blickte, gibt es Nachrichten aus dem Westen und Süden, die besagen, dass der Feind an mehreren Fronten vorrückt. Ich fürchte, dass die Kraft von Esteldin fast aufgebraucht ist und wir können dieser größeren Bedrohung nicht entgegenübertreten. Der Rat der Freien Völker der Nordhöhen muss einberufen werden. Bevor ich dies jedoch tue, muss ich mehr über diese Bedrohung erfahren. Ich muss wissen, ob Fornost, einst die Hauptstadt des alten Arnor, erneut unter dem Einfluss von Angmar gefallen ist. Falls der Feind die Ruinen von Fornost eingenommen und verstärkt hat, dann sind wir alle in großer Gefahr. Geht zu Mincham, einem Waldläufer, der sein Lager in den Feldern von Fornost im Westen hat, und bittet ihn um Hilfe. Das machen wir. Waldläufer der Felder ist der erste Auftrag im Buch 3. Und auf dem Weg dahin können wir uns einerseits jetzt ein bisschen die Landschaft anschauen und andererseits kann ich ein paar Worte über die Nordhöhen verlieren. Das war früher mal das Kerngebiet des alten, einerseits Arnor, andererseits dann, nachdem Arnor halt in die drei Reiche zerbrochen ist, Arthedain. Und wir können uns das hier auf der Karte anschauen. Hier oben ist Fornost. Das war mal die große Feste der arnorischen Könige. Allerdings ist... Ach, ich weiß gar nicht, wie das war. Ich weiß gar nicht, ob das erst im Krieg gegen den Hexenkönig passiert ist, dass dass Fornost gefallen ist. Ja, ich glaube, ich weiß wieder. Und zwar war... Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ursprünglich war... Wir sehen übrigens hier nach Westen, geht's nach Evendim. Ich glaube, ursprünglich war hier in Evendim Anuminas die Hauptstadt der Arnore. Aber die wurde aufgegeben. Ohne, dass sie angegriffen wurde oder irgendwas, wurde die aufgegeben, einfach weil das Reich... naja, irgendwann zerfallen ist und man sich's nicht mehr leisten konnte. Ach, ich kann das eigentlich wieder ausmachen mit dem Holz. Ich brauche eh keine Eibenzweige mehr. Und man sich's nicht leisten konnte, diese prächtige Stadt aufrecht zu erhalten. Deswegen wurde sie verlassen. Eigentlich total schade. Weiß nicht, warum man dann gleich so drastisch reagiert. Und die Stadt ist seitdem verwittert und teilweise im See versunken, an dem sie gebaut wurde. Im Tinudir-See? Ich glaube, ne? Evendim-See. Entschuldigung, Evendim-See. Genau, ist dann hier auch teilweise untergegangen schon drin. So, und danach hat man dann Fornost als neue Hauptstadt auserkoren. Wenn ich mich nicht ganz doll irre gerade. Also ich mache das jetzt gerade nur so aus dem Gedächtnis, wie ich das irgendwie im Kopf hatte. Ich hatte es vorher nicht extra nochmal nachgeschaut, deswegen. Ich glaube, man hat Fornost nach Anuminas als Hauptstadt auserkoren. Und Fornost ist im Krieg gegen den Hexenkönig gefallen. Und es gibt dazu auch eine Geschichte, die hier mit eingebaut wurde, und zwar in den Feldern von Fornost spukt es, genauso wie in dem Übergangsgebiet hier Path Adujal, in dem Übergangsgebiet zu den Nordhöhen. Dort spukt es, weil dort eine Besatzung war, die von Fornost gerufen wurde, um Hilfe gebeten wurde. Was ist denn jetzt los? Unsichtbare Mauer. Die von Fornost um Hilfe gebeten wurde. Und die haben nicht reagiert auf den Hilferuf, weil der Kommandant gesagt hat, nö, machen wir nicht. Keine Ahnung wieso. Es wurde hier irgendwie in der Questreihe in Evendim mit erwähnt. Ich hab's wieder vergessen, leider. Ist auch freie Ausgestaltung des Spiels, glaube ich. Ja, und die wurden dafür jedenfalls verflucht. Und seitdem hängen sie als Geister auf den Feldern rum, alle, die gesamte Besatzung. Ist natürlich nicht geil für die, aber selbst schuld. Beziehungsweise eigentlich ist nur der Anführer dran schuld, der Befehlshaber. Die anderen, die mussten halt aus Treue machen, was er sagt. Ansonsten wäre es ja Befehlsverweigerung gewesen. Ja, und wir sehen, die Nordhöhen sind ein relativ grünes, aber auch irgendwo relativ karges Gebiet. Ein paar Felder, sieht alles ein bisschen verlassen aus. Was auch an der Bedrohung durch die bösen Mächte aus dem Norden liegt. Viele Ruinen, wie wir es auch schon in anderen Gebieten hatten. Ansonsten gibt es hier nicht viel. Also es sind sehr dünn besiedelte Lande, sage ich mal. Was, wir sind schon wieder auf dem Grünweg? Naja, da habt ihr aber sehr großzügig gerade die Gegend angegeben. Na gut. Ich gehe mal ganz kurz noch zu dem Reitmeister, der hiervon ist. Hiervon müsste er, glaube ich, mit sein. Einfach nur, um ihn mal angeklickt zu haben, damit das Reisegebiet freigeschaltet ist.
Ich glaube zwar nicht, dass ich jemals zu ihm reisen werde, weil hier einfach nichts ist, außer ein paar Aufträgen, wenn man das Gebiet hier oder das Aufgabenpark hier gekauft hat, aber ansonsten ist hier nichts. Was benötigt ihr? So, damit ist das schon freigeschalten, mehr wollte ich hier gar nicht machen. Wir können auch hier mal kurz schauen, eigentlich kann ich mich ja dann gleich hier zu Tode stürzen. Ich fürchte, meine Vorräte werden nicht lange reichen. Genau, also hier oben sitzen dann auch ein paar Flüchtlinge, ein Waldläufer, also die sorgen sich dann alle um das Wohl der Leute hier, die Waldläufer. Und hier sehen wir schon, was wir von Evendim aus gesehen haben, als wir gen Westen geblickt haben. Eine Landschaft, die toter als tot aussieht. Die Düsternis ist über die Nordhöhen gekommen. Und die Felder von Fornost sind garantiert nicht mehr so sicher, wie sie mal waren. Wir müssen jetzt zum Glück nichts mehr befürchten, aber hier stehen die grauenvollen Hunde des Bösen herum, die wir auch schon von den Hügelgräbern kennen, die Bargäste. Bargäste? Bargäst? Ich weiß gar nicht, wie die Mehrzahl davon ist. Tja, sieht traurig aus hier. Die Felder von Fornost sind kein glücklicher Ort. Was bist du denn für einer? Blutauge, aha. Ja, da haben sie wahrscheinlich nochmal im Nachhinein ein paar Quests eingebaut. Diese spontan auftretenden Quests, also dass man die Gegner bekämpft und dafür dann das Quest verliehen kriegt, mehr davon zu töten. Die haben sie, glaube ich, im Nachhinein erst eingebaut. Das gab es ursprünglich, glaube ich, nicht, aber da haben sie mal so noch ein paar Patches damit reingesetzt, dass dann hier auch noch ein paar Quests mit reinkommen in den Stadtgebieten. Finde ich gar nicht so schlecht. Warum nicht? Da oben geht es dann übrigens nach Fornost und hier sind wir auf dem verlängerten Grünweg. Den Grünweg haben wir schon bereist. Das ist die Nord-Süd-Anbindung, die bis nach Bre runterführt. Also wenn wir jetzt hier auf dem Weg weiterreiten würden, ganz, ganz weit, würden wir wieder in Bre rauskommen. Aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wir wollen der Gefahr dort begegnen, von wo sie kommt. Ich will mir hier in meinem einsamen Wachposten gern Gesellschaft leisten lassen. So. Auf meiner Seele liegt ein Schatten. Oh, du redest schon wie so ein Elbmensch. Na gut, Kapitel 1, Waldläufer der Felder. Der Feind hat das alte Fornost wieder eingenommen? Nun ja, von dem, was ich hier so gesehen habe, stimmt das wohl. Von diesem einsamen Lager aus habe ich die Eidbrecher auferstehen und grausame Geister aus Angmar über den Feldern Gestalt annehmen sehen. Ich habe auch gesehen, wie Orks aus den Toren von Fornost kamen. Ja, es scheint wirklich so, als hätte der Feind Fornost wieder übernommen. Ich kann allerdings nichts über die Stärke des Feindes innerhalb der Ruinen sagen. Dafür brauche ich eure Hilfe. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Ich weiß nicht, wie groß die Streitkräfte von Angmar innerhalb von Fornost sind, da ich sie nicht gesehen habe, als sie eingerückt sind. Die Orks und Waage, die die Tore bewachen, müssen von Norden her nach Fornost gekommen sein. Ich fürchte, es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wie groß die Streitkräfte von Angmar innerhalb von Fornost tatsächlich sind, indem man die von Orks errichtete Verteidigung der Tore auf die Probe stellt. Ich würde es selber tun, aber meine alte Wunde hindert mich daran. Falls ihr willens seid, dann geht zu den Norburg-Toren nördlich von hier und vernichtet jeden Ork und Warg, den ihr dort findet. Kehrt danach hierher zurück und erstattet mir Bericht. Na klar, meine alte Kriegsverletzung hindert mich daran, mich in den Tod zu stürzen. Finde ich eine gute Ausrede. Hier, oh, abgestiegen. Ich wollte doch eigentlich aufsteigen, aber ich saß schon. Also auf. Die Tore von Fornost warten auf uns. Und dann können wir uns die alte Ruine, die einstmals die Hauptstadt der Anora war, mal anschauen. Beziehungsweise die Hauptstadt von Artedain. Ich bin mir halt auch nicht ganz über die Chronologie im Klaren, wann Anuminas verlassen und wann Fornost dann zur neuen Hauptstadt erklärt wurde. Wenn es denn überhaupt so ist, wie gesagt, ich bin mir da gerade nicht mehr ganz sicher. Ich könnte mir aber vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt, als Arnor auseinandergebrochen ist in die drei Reiche, dass da die Leute aus Artedain gesagt haben, na, ist mir vielleicht ein bisschen zu aufwendig, noch in Anuminas zu bleiben. Weil ab dem Zeitpunkt ja das Reich quasi einen extremen Machteinbruch hatte. Und wenn du einen großen Machteinbruch hast, dann ist das eigentlich der beste Grund, eine so aufgepumpte Hauptstadt aufzugeben. Eine so aufgeblähte, mächtige. Denn was brauchst du eine riesen Hauptstadt, wenn du nur ein kleines Reich hast, ne? Das sieht dann auch ein bisschen merkwürdig aus. So.
Apropos Riesenhauptstadt, ich habe jetzt gehört, dass die Ägypter eine neue Hauptstadt in der Nähe von Kairo bauen wollen. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Hab zwar nicht gehört, wie die heißen soll, aber dort wollen sie, ich glaube, 5 Millionen Leute hinpacken, weil Kairo mittlerweile total übervölkert ist und wollen die ganzen Staatsapparate dort alle hinschmeißen. Ein Riesenprojekt, das Milliarden kostet. Aber hey, die Ägypter, die schmeißen das mal raus. Warum nicht? Unter einer Militärregierung kann man jedes Prunkprojekt einfach mal umsetzen, egal ob das rentabel ist oder nicht. Aber die investieren sowieso unglaublich viel, um ihre Stadt ein bisschen zu reformieren. Ihre Stadt, ihr Land. Also um dort neue Wirtschaftsanreize zu schaffen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was dort rauskommt. Fiel mir bloß gerade so ein, wobei wir gerade bei großen Hauptstädten waren. So. Aber konzentrieren wir uns mal wieder hier auf das jetzige Geschehen. Das ist ja ein bisschen interessanter gerade. So, bleib mal hier, mein Freund. Gut. Du auch noch? Ist jetzt natürlich mal wieder keine Herausforderung. Vor allem dadurch, dass die ausgegraut sind, können wir uns ja auch völlig frei bewegen. Ja, werden halt nicht angegriffen von den Gegnern, wenn sie grau nur noch sind, ne? Also ich kann euch das ja mal zeigen hier vorne an den beiden Wachen, die hier vorne stehen. Wir können uns wirklich zu denen stellen und so tun, als wären wir ihre Buddies. Und Mensch, du bist ja richtig groß, Junge. Und die tun uns überhaupt nichts. Einfach, weil, naja, weil wir halt schon ein bisschen über ihrer Stufe sind. Wenn wir ihnen natürlich eine Falle auf den Fuß stellen, dann greifen sie uns natürlich doch an. So, aber ansonsten keine Gefahr für uns. Also man kann sich dann in den Gebieten, die man vom Level her überrollt hat, also ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, also wenn man die überwunden hat, soweit vom Level her, dass die Gegner nur noch grau sind, kann man sich dann völlig frei bewegen in den Gebieten und kann sich auch mal ganz in Ruhe die Lager der Feinde anschauen. Ist auch ganz interessant. Habe ich schon öfter mal gemacht. Ich habe auch früher, als hier noch ein bisschen mehr los war, mich gern in Gebiete zurückbegeben, in denen keine Gefahr mehr für mich war, und habe dann einfach anderen geholfen, indem ich sie geheilt habe. Also mit meinem Barden natürlich. Nicht mit einem Jäger oder irgendeiner Damage-Dealer-Klasse, sondern mit meinem Barden natürlich. So, ein Ork noch, das wäre schön. Du da. Gut, hat sich das erledigt. Und wir haben gelernt, hier ist sehr viel los. Es sind nicht wenige Orks, die hier rumspringen. Wir können aber auch noch mal einen kurzen Blick hier reinwerfen, weil wir ansonsten hauptquestmäßig nicht mehr hier nach Fornost kommen. Hier gibt es ein paar Instanzen drin, die für 6 Mann jeweils ausgelegt sind, aber die gehören halt auch zum Aufgabenpack, wenn man hier die Nordhöhen kauft. Habe ich schon mal gespielt, als ich einen Monat lang mal kostenlos den VIP hatte. Denn der VIP beinhaltet, dass man in der Zeit, in der man VIP ist, sämtliche Aufgabenpacks zur Verfügung hat, sozusagen. So, und wir sehen, hier gibt's interessante Büffel. Ansonsten sieht's hier erstmal nicht so feindlich aus. Komm, wir schauen uns das mal ein bisschen näher an hier. Verderbte Bären. Und je weiter wir nach oben kommen, desto, naja, feindseliger wird das Ganze. Eine riesen Rampe, weil man wahrscheinlicherweise hier den Warentransport mit drüber geregelt hat. War halt mal wirklich eine große Festung, ne? Und hier geht's dann auch schon in die Gebiete rein, in die Instanzen rein. Also Wassergeist wäre dann die erste Instanz, die hier in Fornost ansteht. Und man schaltet dann immer die nächste frei. Hier, die nächste Instanz frei, bis man alle abgearbeitet hat. Ansonsten, ich glaube, wenn wir hier jetzt weitermachen würden, da würde es auch noch Orks geben, die wir angreifen könnten. Aber lohnt sich jetzt nicht, das weiter zu untersuchen. Ist halt ein wirklich großes Ruinenfeld hier. Gut, aber ansonsten ist Fornost für uns jetzt eigentlich erstmal uninteressant, weil es auch bloß als Lager benutzt wird, als Zwischenlager für die Mächte aus Angmar, die halt von Norden her angerückt sind. Wir wollen uns aber daran machen, nicht einfach nur uns denen hier entgegenzustellen in vorderster Linie, sondern die Verteidigung hier erstmal aufzurichten. Und dazu müssen wir alle freien Völker, die hier vorhanden sind, mobilisieren.
Das ist das eigentliche Problem, dem wir uns hier gegenüber sehen. Wir müssen den Rat des Nordens einberufen, wie Halberath es gesagt hat. Und das bedeutet, wir müssen die Vertreter aller freien Völker aufsuchen und davon überzeugen, dass sie sich zusammentun sollten. Okay, nichts, was ich wirklich brauche dabei. Und das sind drei Völker. Es gibt keine Hobbits hier oben, kann ich schon mal sagen. Also die drei Völker sind die Menschen, die Elben und die Zwerge. Und dabei werden wir jetzt ein paar Leute sehen, die im Hobbit bzw. im Herrn der Ringe vorkommen. Ich habe es schon mal angedeutet, als ich durch das Auenland geritten bin. Gildor Inglorion wird hier sein. Wird den meisten wahrscheinlich nichts sagen, aber werde ich dann ein paar Worte zu verlieren, wenn wir bei ihm sind. Und Dori ist auch hier. Der ist natürlich bei den Zwergen mit. Dori ist einer der Zwerge vom Erebor. Ist mit Bilbo unterwegs gewesen zum Erebor, um den zurückzuerobern. Können wir uns dann dort anschauen, wenn wir da sind. Aber erstmal wieder zurück zu Minchan. Und ich glaube, dann können wir uns auch direkt zurückporten wieder nach Esteldin. So, ist ganz gemütlich, wenn man hier durchreiten kann, ohne von irgendjemandem behelligt zu werden. Ja, und hier haben wir die Eidbrecher, die dann verflucht wurden dafür, dass sie ihren Eid halt nicht gehalten haben. Jetzt müssen sie bis in alle Ewigkeit hier ihr Dasein fristen auf den trostlosen toten Feldern. Übrigens springt ja auch irgendwo, ich weiß leider nicht wo genau, irgendwo, wenn man hier lang reitet, springt auch eine Geistesgestörte rum. Ein geistesgestörtes Mädchen, das ständig am Singen ist. Ich weiß leider nicht mehr, was für eine Questreihe es sich da um die rankt. Wenn ihr auf den Feldern Stimmen hört, schenkt ihnen keine Beachtung. Die wollen euch nur vom Weg abbringen. Auf meiner Seele liegt ein Schatten. Wie ist der eigentlich? Ach Gott, der ist ja schlecht, der Umhang. Na gut. Ihr seid wirklich mutig, um euch solchen Kreaturen zu stellen. Habt Dank, Aigir. Ich wünschte nur, ich hätte selber gehen können, anstatt euch zu schicken. Aber wegen meines Alters und meiner Verletzungen kann ich kein Schwert schwingen, geschweige denn einen Bogen spannen. Euren Erzählungen entnehme ich, dass Angmar nicht nur einfach eine kleine Scheinstreitmacht nach Fornost geschickt hat. Nein, es sieht so aus, als hätten sie eine ganze Armee geschickt. Fornost ist wieder einmal an Angmar gefallen. Werdet ihr euch mein Leid anhören? Kapitel 3. Erneut gefallen. Nun schnell, ihr müsst zu Halberath nach Esteldin zurückkehren und ihm berichten, was ihr hier erfahren habt. Angmar hat erneut Fornost eingenommen. Von einer solchen Festung aus könnte Angmar den ganzen Norden beherrschen. Doch es gibt sogar noch Schlimmeres zu fürchten. Es wird von einem großen Übel erzählt, das in den verfallenen Hallen von Fornost haust. Dieses Böse könnte angerufen werden, um Angmar zu dienen. Geht nach Esteldin und teilt Halberath alles mit, was ihr hier erfahren habt. Okay, auf zurück nach Esteldin. Es ist wirklich praktisch, so reisen zu können. Also ich muss sagen, fürs Let's Play war das eine wirklich gute Idee, den Jäger zu nehmen. Da bin ich ganz froh drüber, was jetzt die Reisen angeht. Ich meine, dadurch kriege ich zwar ab und zu mal in Kämpfen Probleme, weil der Jäger eben nicht die stärkste Kampfklasse ist, wie ich finde. Aber, ja, es geht, man kommt zurecht. Und ich meine, ich kann ja auch ohne Probleme einfach mal mein Level ein bisschen erhöhen, damit es dann ein bisschen einfacher ist. Bisher sind wir ja noch relativ gut überall durchgekommen. Ich kann übrigens auch dazu sagen, auf Level 30 bin ich dann doch das erste Mal gestorben. Und zwar in Argamau. Ich bin von einem Baum totgeklatscht worden. War ein bisschen traurig, aber ich bin von zwei Bäumen gleichzeitig angegriffen worden und bin nicht mehr weggekommen. Das war ein bisschen mies. So. Was kann ich für euch tun? Ich denke, wir können schon dankbar dafür sein, dass wir inzwischen mehr über die Pläne des Feindes wissen. Dennoch stellt sich uns allen die drängende Frage, wie wir hier mit dieser Bedrohung umgehen. Die Völker der Nordhöhen müssen zu einem Rat einberufen werden, um darüber zu beraten, wie mit der Bedrohung umgegangen werden soll. Es bleibt noch so viel zu tun und auf euch warten in den nächsten Tagen viele Aufgaben, wenn ihr denn dazu bereit seid. Und jetzt wird sich unser Hauptquest aufteilen in drei Aufträge, wenn ich mich nicht irre. Genau, denn wir haben jetzt direkt Kapitel 4, 5 und 6 auf einmal, die jeweils mehrere Teile haben, aber das ist ja egal. Und zwar ist das jeweils eine Beschäftigung mit den einzelnen Völkern. Und wir wollen die natürlich in der chronologischen Reihenfolge abarbeiten. Das heißt, wir werden mit den Zwergen beginnen, uns dann den Elben widmen und zum Schluss bei den Menschen vorbeischauen.